1, 2, 3, 4, 17 und du bekommst ein Sixpack. Einen wunderschönen guten Tag, was geht ab, Alter? Ja, eigentlich sollte ich, das hat sich mittlerweile schon so eingebürgert, dass ich es mache. Pam, 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 was geht ab, Alter? Ja, neuer Tag und ich bin sowas von dem Stress, dass ich noch zu nichts gekommen bin. Habe jetzt die ganze Zeit Vlog geschnitten, habe auch die Pakete gepackt für die Ehrenkumpels, die jetzt Pakete bekommen und wie man das schon sieht, dadurch, dass ich keine Versandboxen habe, einfach Kartons nehmen müssen, die bei mir irgendwo herumgelegen sind. Die bekommen jetzt schon die Pakete, weil die Content schaffen müssen, beziehungsweise weil die Content schaffen wollen, wo sie die Sachen präsentieren auf ihren YouTube-Kanälen und so weiter, wird dann des Öfteren wo auftauchen und ich muss jetzt Gas geben. Ich muss jetzt sofort in den Dösamistor, muss meine Sachen abgeben. Wer ruft mich jetzt an? Der Yasin. Jeremann! Du bist unterwegs? Ja. Passt, super, perfekt. Wir treffen uns im ersten Bezirk beim Dösamistor. Okay. Weil jetzt wird es zu knapp. Ich hätte sonst mit dir gemeinsam jetzt die Pakete verschickt. Aber wann bist du bei mir? Ja, ich hab nicht mehr geschafft, leider. Okay, ja, super, perfekt. Dann bis gleich. Wir haben einen Stress, weil wir fahren jetzt in den ersten, wir fahren jetzt in den 10. Bezirk und drehen mal ein anderes Format als dieses Off-White oder Off-White, weil jetzt wird es mal Zeit, den Ehrenmännern was zurückzugeben. Das machen wir, vorher aber noch ein paar Sachen checken. Ich muss jetzt aufhören, ich muss die ganzen Sachen da runter ins Auto bringen, wir sehen uns wahrscheinlich erst, wenn ich im ersten bin. So Leute, in der Zwischenzeit ist Yasin auch schon eintroffen, wir waren jetzt gerade da hinten bei der Post, sagt die Dreckspostlerin zu mir, na, was ist, rede Chinesisch, das kommt nicht in 2 Tagen auf. Sie können das gern für 50 Euro pro Backel verschicken, aber es ist nicht garantiert, dass das auch kommt. Gehen woanders hin. Nein, wir kennen uns nicht. Ärgstens unfreundlich angefressen, die Geschissene. Geht man schon wieder auf die Eier, Alter. So ärgerlich. Typisch Post. Wenn es wirklich wichtig ist, dann lieber nicht mit der Post. Reck. Unfreundliche Gurken, gell? Soll ich da unten was helfen? Nein, geht schon, danke. Sackeln würde ich brauchen, 2. Das ist super. So, wer ruft mich jetzt schon wieder an? Schlüssel habe ich dir gegeben, gell? Okay. Ja. Hallo Max. Ja? Ich brauche eine E-Mail-Adresse für die Tracking-Dings. X.at. 1 bis 2 Werktage. Perfekt, super. Sag ihnen, sie sind die Besten und die Post sind. Ja, okay, das macht nicht lauter. Ah, sorry. Danke, Buddy. Alter, das ist ein Stress heute schon wieder. Sehr gut, na gut, schaut das aus. Ist Bombe, gell? Kannst du schon mal. Wir müssen 3 so Boxen ready machen. Oh. Ja. Alter, ja, das ist schon offen. Slalom geworden, gell? Kragen ist Wahnsinn und alles ist echt top. Ja, das wird Wahnsinn. Räum mal Platz, Alter! Herzlich willkommen! Bring mir ein bisschen ein Niveau in die Fashion-Szene! Willkommen in meiner Hotelpessa. Ich hab da auch gewohnt. Fuck, ich bin Türke. Aber nicht so lange wie du. Der Hund fetzt da, ey. 40 die Hälfte für die Leute am 2. Art. Wieso? Mach mal keine Witze, du Penner. Vor allem war der Dicke falsch. 2. Art. Passt nicht zum Räumerplatz. Oh mein Gott. Ich bin abgehalten. So, nein, du kaufst nichts. Wolltest du bei der jetzt koppen? Ja, ich denke schon. Ja. Okay, was hättest du da geholt? Ich glaube eh, das Schön. Ah, nice! Gratis abgestaubt. Das habe ich mir schon angeschaut. Ja. Darf ich schön, dass du da warst, gell? Ja. Schönen Tag und viel Spaß. Danke, danke für den Support, auch. Gell? Tschüss, servus. Darf ich euch folgen? Ja, sicher. M-A-X-A. Schreiben Sie das hier. Ich kann nicht Corona. Ja. M-A-X-A. Passt, danke schön. Wiedersehen. Passt, mach das gut. Hi, Emre, grüß dich. Bro. Was Gutes ihm trotzdem geschenkt das war, haben? Ja, das war leer. So Leute, Ankunft im 10. Bezirk. Ich habe jetzt noch einen Termin mit den Jungs für die Besprechung. Wir haben ja am Freitag geplant den Videodreh. Und ich bin ganz ehrlich zu euch, boah, es ist noch nichts ordentlich gescheit geplant, organisiert, weil rundherum mit Corona einfach alles reinscheißt. Wo ist jetzt mein Schlüssel her? Der leckt mich doch. Also, alles am allerletzten Drücker wieder mal. Ich hoffe, dass das funktioniert. Wir haben noch zusätzlich Probleme mit dem Videografen, der genau jetzt unbedingt im Zivildienst sein muss und der länger Dienst hat, dann muss ich die Location dann noch ordentlich checken. Also das wird jetzt alles besprochen, alles am letzten. Ich hoffe, das funktioniert alles. Wir müssen uns jetzt eine gescheite Strategie überlegen. Das geht alles so nicht. Das ist ja, hat kein Hand und kein Fuß, das ist leichter hier. Drücken, sagt er, und ich muss ziehen. So, schauen wir da rein, was die Jungs machen. Servus, grüß euch. Grüß Gott, drücken ihr Lustigen. Ziehen muss man. Da mag ich drücken. Servus, ja fresh. Jawohl. Servus. Oh, oi, oi, oi. Jetzt mal der Handshake mit dir verkackt. Ja. Der Mann. Perfekt, danke Jungs, schönen Abend euch. So, alles besprochen, alles fertig, schaut dabei ganz gut aus. Jetzt muss nur mal das mit der Location morgen sitzen, dass das... Fuck, Mann. Stell dir mal vor, die sagen, die können am Freitag nicht, weil es da schon irgendein... ich weiß nicht, was drin hat. Ich steppe, dann habe ich keine Location, dann bin ich im Arsch. Sowas von im Arsch. Oh, tschüss, Schatzi, danke, brav warst. Ich gehe jetzt ins Stream. Freunde, mir kommt so vor, als wäre ich nur in meinem Hacken und würde nichts anderes machen. Oh. Mein kleiner Sportfreund. Was geht ab, Alter? Neuer Tag, ich bin schon die ganze Zeit am Hustle und das Motivationslevel scheint auf einmal high as fuck zu sein. Das ist natürlich sehr gut. Essenstechnisch wieder schwächer unterwegs, nur ein kleines Müsli, ein ganz armseliges.
und jetzt schon das Video geschnitten. Heute kommt das Video online. Das Ehrenspiel, ich bin schon mega gespannt, wie es ankommt. Das muss ein Banger werden, unbedingt. Da steckt viel Geld und Arbeit dahinter. Ich hoffe, das wird was. Ich habe heute schon den ganzen Tag telefoniert mit meinem Anwalt, mit meinem Steuerberater, mit der Stadt Niederösterreich, mit der Stadt, man kennt es, Stadt Niederösterreich, mit der Stadt Wiener Neustadt für die Location. Da ist alles fix, alles gecheckt. Das heißt, ich habe jetzt am letzten Drücker noch alles irgendwie machen können. Auch die Versandkartons für die Magnetboxen, die ich vergessen habe, sind heute angekommen. Das heißt, wir werden morgen schon verpacken und am Freitag gehen dann alle vor, nicht alle Vorbestellungen, Paisley-Hoodie und ein Paragraph-Hoodie nicht, weil die sind noch nicht da. Aber ansonsten alle, die ganzen Shirts und die Justitia-Hoodies. Also ich bin motiviert, da geht was weiter. Heute habe ich dann noch einen Termin, da reden wir gleich drüber, denn jetzt wird es zuerst einmal Zeit für die. Aber sowas von Zeit für die. Booster-Szene. Was machen wir eigentlich? Gehen wir laufen oder gehen wir trainieren? Da stellen jetzt den großen Fragen. Eigentlich sollte ich trainieren. Ich gehe trainieren. Machen wir ein ordentliches Workout. Fetz mal rein, gehen wir Gas, bin ich motiviert dafür. Na klar. Ich habe heute dann auch noch einen wichtigen Termin. Ich würde euch gerne was... Nein, egal. Ich habe heute dann auch noch einen wichtigen Termin. Bei mir ist immer jeder Termin wichtig, oder? So wichtig ist der Termin jetzt nicht, aber ich habe ein Interview mit irgendeinem Magazin. Das will mit mich interviewen und mit mir shooten, keine Ahnung. Da bin ich am Start. Gratis Werbung für die Modemarken kann ich schon, ne? Gut. Wie geht denn das jetzt nochmal? Ich merke halt jetzt schon, dass mein Magen nach Essen schreit. Wieder nichts gegessen, scheiße. Ich mach's nämlich genau falsch. Man sollte eigentlich frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein Fürst und Abendessen wie ein Bettler. Das wäre das Intelligenteste. Ich mach's aber genau umgekehrt. Frühstücken wie ein Bettler, Mittagessen wie ein Fürst und Abendessen wie ein Kaiser. Und dann liege ich im Bett und alles werkt und so legst halt Fett an. Meine Ernährung ist scheiße, nach wie vor. Und dieser Typ, wo ich gesagt habe, da Essen bestellen, der bringt mir immer die fixen Lieferungen, der ist durch Corona Meier gegangen. Das ist natürlich Arsch. You can feel it out. Ja, so sind nämlich ein Chef. Nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ist steppert schon langsam, soll ich wieder einen Booster bestellen. Da wird schon wieder la. Hallo. Sollte man vielleicht nicht so laut scheinen. Aber die Frage aller Fragen, die stellt sich nun. Motivation. Halt wieder das Workout, das ich euch schon mal gezeigt habe, zum easy nachmachen. Ja. Übrigens, nicht vergessen, liebe Leute, in den besten Nahrungsergänzungsmittel gibt's wo? Nein, ich meine das schon ernst, du sollst das nachsprechen. Die besten Nahrungsergänzungsmittel gibt's bei... Absolut richtig. Also unten in der Infobox verlinkt vorne, schaut vorbei, holt euch the best ones von Neosort. Aber die Frage aller Fragen ist, reckt's mich heute? Das werden wir gleich sehen, wenn wir es so machen. Oh, ich hab's genau dort platziert, auf dieser einen Stelle, wenn die da ist, dann reckt's mich nicht. Beste. You can feel it out. Ich bin so ein Volltrottel. Schaut sich das jetzt an, was ich da aufgeführt habe. Nur weil ich so übermotiviert bin. Wie ich mit meinen Energieschüben gar nicht umgehen kann. Wie schön, ich mache Putze. Apropos Putze. Die Ella wollte eigentlich zu mir putzen kommen, aber dann war der Terroranschlag. Und dann habe ich gesagt, na Ella, ich will ihr keinen zweiten Terroranschlag antun. Weil circa das ist dann das, was sie beseitigen muss in dieser Wohnung. Max, lieber sowas macht man keinen Schmerz. Okay, passt, Brudi. Alles gut. So. Jetzt aber, Freunde, Motivation ist riesig. Eigentlich will ich gar nicht in die Kälte, aber ich habe irgendwie so Energie. Bisschen da laut. Ich habe sogar die Wohnung aufgeräumt. Im Stream haben viele gemeint, der Kleiderschrank ist so leer. Aber deswegen war überall in der Wohnung alles verteilbar. Jetzt, naja, das Bett können wir vielleicht noch machen. Aber jetzt, Freunde, schaut, da liegt nichts mehr am Anhand. Sonst alles fit im Schritt. Ah, da meldet sich der da. Ich sehe so superstitious. Ich bin fürs Training bereit. Den kleinen Hoodie mit dem kurzen Ärmelspaar. Und wenn du glaubst, du hast keine Motivation, nimm deinen Beutel und der Sport ist dein Lohn. 1, 2, 3, 4 Sätze und du bekommst ein Sixpack. 5, 6, 7, 8 Crunches. Und du ziehst so geil aus. Aber gar nicht so schlecht. Training wird heute so. Bist du deppert, Alter. Es gibt kleinere YouTuber wie mich, die verwenden eine Ringleuchte und anscheinend gibt es in meinem Kretzel noch andere YouTuber, die ein bisschen besser aufgestellt sind. Die haben dann so ein Licht, ne? Auch nicht schlecht. Was ist denn da los? Eine Werbung, McDoof. Ist das ein Burger beim Mac oder? Nein, McDonalds Werbung. Okay, arges Licht. Schönen Tag, viel Erfolg. Steppert, Alter, schaut sich das mal an. Servus. In Wahrheit sind das meine Angestellten, die jetzt schon mal die Location vorbereiten für den Videodreh von MEM, aber ich wollte halt nicht so flexen. So, Ankunft am Trainingspot. Leider weiß ich immer noch nicht, was ich vom Training sagen soll. Ich habe auch euch gefragt, aber da waren keine guten Ergebnisse. Bitte jetzt, statt Grüß euch Schweinsberg, was sage ich, wenn ich da loslege? Das ist die Frage, aber fangen wir an.
Workout an. 110 Liegestütz, 60, 70 Klimmzüge, keine Ahnung, 200 Sit-Ups, dann noch ein paar Bauchübungen, ein paar Rückenübungen und fertig sind wir für heute. Oh, geiles Training wieder mal. So, Freunde, ready as fuck, dressed as fuck. Oh mein Gott, meine, heute im kompletten MEM Vienna Fit. Von der Hose bis zum Shirt, bis zum Paragraph Pullover, alles MEM, Freunde. Das war immer so ein Live-Goal. Komplettes Outfit von MEM zu haben, wenn sie so startet. Jetzt muss ich mich beeilen, ich habe immer noch nichts gegessen, aber ich muss jetzt trotzdem zu dem Interview, zu diesem Shooting. Schutzmaske darf ich nicht vergessen. Essen wäre wirklich irgendwas lahm gewesen. Jo, absolut gar keinen Plan mehr, was ich davor gesagt habe. Es war sicher irgendwas Wichtiges. So, wie geht's meinem Schatzi? Komm, bitte einmal die richtige Tür. Ja, hallo Schatzi. Grüß dich. Dann fahren wir zum Interview. Alle Erwartungen gerecht erfüllt. Ich bin natürlich 15 Minuten zu spät zu meinem Interview. Die werden eine Freude mit mir haben. Okay, jetzt Sachen rausnehmen. Die haben nämlich gesagt, ich soll nämlich was von meiner Modemarke mitnehmen, damit die da irgendwie shooten können. Aber einmal müssen wir da jetzt hin. Erst, ich bin schon wieder vollpackt. Das ist eine Frechheit. Fuck man, ich habe halt gar keinen Plan, ob ich richtig bin. Bin ich da richtig? Ach, mein Plan. Okay, das kann ich jetzt gar nicht. Ah, die Rücken schauen. Hallo Max, bist du schon da? Ja, ich glaube schon. Ich bin da bei diesem Solaris-Ding. Genau, und da musst du rein. Ah, geht auch, perfekt. Naja, wenigstens sind wir gleich mal richtig. Weil ich jetzt eine Schutzmaske brauche, wahrscheinlich schon. Scheiße, ich bin voll bepackt ohne Hände. Hallo, grüß dich. Danke. Perfekt. Hallo, grüß dich. Ich stelle manchmal sehr direkte Fragen. Ja, das ist kein Problem. Okay, also das ist jetzt das Mensch. One, two, three. Stefan, Alter, geiles Interview. Da habe ich wieder mal wirtschaftlich schwadronieren können, ohne Ende und reden und quatschen, ohne Punkt und Komma. Das ist genau mein. Wenn es ums Unternehmertum, Mindset und so weiter geht, da kann ich reden. In einer Wurst, das glaubt es gar nicht für mich. So kennt ihr mich gar nicht. Es kommt dann irgendwann einmal, achso, na, das ist nichts für euch, Leute. Das ist nämlich zum Lesen. Zach, gell? Leute, genau das ist der Grund, warum ich noch kein Sixpack habe. Das ist mein erstes Essen heute und natürlich muss ich irgendwas nehmen, was schnell geht und was man in einem Drive-In bekommt. Das ist in dem Fall leider wieder mal Mäckli. Arsch, ne? Aber was willst du machen? Das ist mein erstes Essen, ich muss jetzt irgendwas. Ich muss jetzt gleich weiter Video schneiden, weil ich morgen keine Zeit habe. Ein Vlog, wisst ihr? Gib mal deine Hand her. Am Handrücken. Das war ja Arsch. Vor allem Daniel, was ist bitte ein Handrücken und was ist eine Handfläche? Das müssen wir noch einiges üben. Liebe Leute, das war's für diesen Vlog. Wenn es euch gut gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, seid dabei im Billionaires Club. Wie ihr schon merkt, ist der Vlog ein bisschen hinten nach. Das ist dem geschuldet, dass einfach momentan extrem viel Stress ist mit allen vielen Dingen. Aber was nicht jetzt ist, wieder noch nachgereicht, liebe Leute. Also seid auf jeden Fall beim nächsten Vlog wieder dabei am Montag. Und am Sonntag kommt schon das Promo-Video. Also seid auf jeden Fall am Start. Jetzt geht's zack, komm, zack, 19er. 19.11. 19 Uhr, seid am Start, liebe Leute, und seid schnell. Wie ich gezeigt habe, kann es sein, dass ich mich wirklich komplett verspekuliert habe und es ich weit mehr hätte produzieren lassen sollen. Also schnell sein, liebe Leute, das war's von mir. Der Ich weiß nicht, was drin hat.